Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte Tunguska für mein Mikrofon übersteuert leicht. Für den PC. Im letzten Part sind wir, haben wir so Moskauer Bahnhof hier, Militärbahnhof, den jetzt ein bisschen mal da umgeschaut. Und haben unter anderem diese Halle hier betreten, in der wir uns jetzt allerdings noch nicht weiter umgeschaut haben. Wir haben hier aber ein paar Leute, mit denen wir reden könnten. Und ich würde sagen, das ist auch erstmal der Anspruch für den Beginn Ein dieses Parts. Lastenkran für schwere Kisten und vermutlich auch militärisches Gerät. Reden wir doch erstmal mit diesen auffälligen Typen hier. Hallo. Ihr seht gefährlich aus. Gefährlicher als mir das hier zu lieb ist, ehrlich Hallo? gesagt. Wenn du nicht verschwindest, könnte es dir so ergehen wie dem Typen da drin. Und glaub mir, das willst du nicht. Also mach dich vom Acker. Sagt der andere dasselbe? Hallo? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Okay, dann reden wir mit ihm hier. Hallo, Soldat. Hallo. Na, Genossin, geht's auch mit nach Tunguska? Ja. Tja, was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht noch mal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören. Armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, die haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Wir sind eh schon spät dran. Okay. Aber wir können noch ein bisschen reden, wie es scheint. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar. Auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48. Bitte kommen. 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst... Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. Haben wir den Yushin, hieß er so? Yushk. Haben wir den schon mal nach denen befragt eigentlich? Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar, die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Bist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen, hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich da hin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. Das müssen wir erstmal schaffen. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Ich finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Okay, also wir brauchen einen Passierschein. Wir müssen dafür wahrscheinlich daran. Jetzt muss ich mir mal kurz aufschreiben, weil ich gleich wieder was zensieren muss. Bei circa 5 Minuten, weil ich das Bild hier nicht haben möchte. So, wir brauchen immer noch Wasser im Keller.
Wahrscheinlich eine Wasserhahn. Die Frage ist nur, wo, ja, wo wollen wir das andere Ende hin tun? Da rein bringt ja nichts. Können wir ihm, nee, das hier rein tun? Das sieht gut aus. Und jetzt den Wasserhahn noch an. Wir wollen ja immer noch den Wassermarsch. Schlüssel bekommen. Dafür müssen Da wir ist ein wahrscheinlich. kleiner Schlüssel drin. Ja, okay, das haben wir ja. Nur wir müssen den ja immer noch irgendwie auffangen. Wir wollen ja nicht, dass das am Ende hier gleich wieder durchsickert. Dann haben wir nichts gewonnen. Den Strumpf vielleicht daran. Der Okay. Strumpf ist noch relativ sauber. Anziehen möchte ich ihn zwar jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollte ich das auch vorher schon nicht. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Ich kann das wieder ab. Ach so, ja klar, um den Schlüssel. Die Frage ist nur, ob das jetzt schon fest genug ist. Naja, probieren wir es einfach mal, indem wir den Ich Verteiler glaube kaum, drehen. dass der Strumpf den anströmenden Wassermassen standhalten kann. Der wird bestimmt einfach mit weggerissen. Okay, gut, dass du so klug bist und das vorher merkst. Was könnten wir da tun? Wir haben noch das Absperrband. Ah ja. Okay, dann sollte es jetzt aber fest genug sein, um uns den Schlüssel zu geben, oder? Hoffentlich ist der Strumpf ein Markenprodukt. Sonst war die ganze Mühe umsonst. So, das sollte reichen. Schauen wir doch mal. Der Na, Schlüssel reingucken. zappelt im Netz. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Der Schlüssel zappelt. Okay, wieso kann ich den nicht rausholen? Muss ich den noch aufschneiden mit einem Stiftschlüssel? Nö, okay, dann gebe ich ihm das einfach so gleich. Ich sollte Was mich ich. besser wieder umziehen. Die Ah ja. Was ich nochmal ganz kurz nachschauen wollte, ist, ob wir mit ihm noch irgendwelche Gesprächsoptionen hatten. Yushin, ja. Und Ich ansonsten bin's wieder. würde ich mal weiter versuchen, an den Männern vorbeizukommen. Naja, Kann genau ich an Sie noch denen. was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind. Psst, über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut, ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen. Versprochen. Gut. Fetisow und Radenko. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Okay, habe ich mir Vielen mal Dank für die Ansicht. aufgeschrieben. Wir könnten. Wir haben immer noch dieses Ein Funkgerät. Auf Funkgerät. der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Und was ich mir gerade in dem Dialog davor aufgeschrieben hatte, was wir an dem Zug hatten, ist 48-Zentrale, Fragezeichen. Weil er hat ja die, ich habe jetzt vergessen, welche Nummer er hat, irgendwie 17 oder sowas, hat er die Zentrale gerufen und den Typen ausrufen lassen. Oh, apropos, den Schlüssel könnten wir mal noch geben. Ich sollte besser wieder die Uni. Ja, machen wir. Bro, hab was für dich. Ich habe Hier. hier Ihren Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch 2 Minuten, dann bin ich hier fertig und wir können endlich los. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Ja, doch, klar, natürlich. Cool. Okay, dann hier noch mal bei circa 9 Minuten 30. Okay, ich benutze jetzt mal das Funkgerät hier. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer Was habe ich da geschrieben? 15. 15. Ich rufe Nummer 48. 48. Bitte kommen. Die Zentrale, was gibt's?
FSB Agenten. Rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Naja, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Ach schön, und jetzt sind sie weg. Ich dachte, die Durchsage kommt vielleicht noch. Ui. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Autsch. Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Okay, was haben wir hier noch? Spritzen, diese Stromdinger. Blut. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Und auf dem Boden ist auch eine Menge Blut, also. Rauchen erlaubt? Tja, für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Ob das Blut von Solotow. Okay. Die Lampe, da hinten haben wir noch eine Batterie. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Was haben wir hier noch? Hoffentlich bringen sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Hier noch irgendwas? Eine Spritze? Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Nope. Wir haben jetzt aber das Doc-Tag. Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. 31545. Vielleicht gehört ihm dieses zweite Schließfach. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Naja. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Moment, das muss ich mir nochmal angucken. 31545. Okay. 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Wer Easy. Sagt's denn? Geht doch. Da liegt was drin. Ein Passierschein. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Praktisch. Äußerst praktisch. Dann haben wir damit alles geklärt, oder? An meinen neuen Namen Nina Parkova könnte ich mich ja noch gewöhnen. An das Foto wohl eher nicht. Okay, hello, Bro, hab was für dich. Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Und da geht er. Also ich muss sagen, das ging schneller als den Zug in Siberia zum Laufen zu kriegen. Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, nicht. Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Wurde aber auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Leute, die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. Yeah. Für weniger Items? Moment, hier fehlt irgendwas, oder? Hier fehlt irgendwas. Wir hatten gerade noch mehr. Nur was? Ich kann mich nicht erinnern. Egal, Gewehre. Zwei Maschinengewehre. Können wir mitnehmen. Schnappschlösser gesichert.
Wäre wohl auch keine gute Idee, mich mit einer ganzen Armee anzulegen. Nicht? Also hier im Zug? Guck mal, du kannst dich ja mal vor eine Tür stellen und dann spielen wie, keine Ahnung, Hitman oder so, funktioniert das doch auch einfach. Draufhalten, die kommen ja immer nach und nach rein. Wenn er schläft, sieht er richtig friedlich und harmlos aus. Den sollte ich besser nicht wecken. Er hat mir erzählt, er habe 15 Jahre im Knast gesessen, wegen Totschlags. Weil irgendein Idiot ihn wegen irgendeiner Lappalie geweckt hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich will es auch nicht ausprobieren. Ne, ich auch nicht. Aber wir können seine ganzen Snacks mitnehmen. Oh, Orangensaft. Nein, mein Orangensaft ist leer. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Die Pfeile sehen aus wie Truppenbewegungen. Kann mich aber auch irren. Könnte ich die auch noch mitnehmen? Ja, komm. Es ist halt ein klassisches Point-and-Click. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden. Gerade diese so semi-3D Point-and-Clicks, da war es ja wirklich früher. Also auch wenn ich an andere Spiele denke, wie Nibiru zum Beispiel. So einfach einmal ich alles. Ich sollte erstmal wieder eine Glühbirne in die Lampe drehen. Sonst wird mir höchstwahrscheinlich auch kein Licht aufgehen. So einfach einmal alles mitnehmen und dann finden wir schon, wo wir hinwollen und was wir tun wollen. Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Du nimmst doch sonst alles mit. Ich nehme es wieder zurück. Bislang war ich immer der Meinung, man könnte Eiern nicht ansehen, ob sie bereits schlecht sind oder nicht. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Okay. Noch irgendwas zu öffnen oder durchzulesen. Wasserhahn. Kann ich die Glühbirne mit Wasser füllen? Nein. Den Orangensaft mit? Nein. Lassen wir das bleiben. Aber vielleicht kann ich irgendwelche Sachen wieder hier kombinieren. Ich habe den Kieselstein noch. That's interesting. Okay, aber es sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas großartig kombinieren. Alright. Honig. Ein bisschen honigbienig. Schön. Was liegt da noch? Das kann ich nicht deuten. Ich glaube, es sollen Eierschalen sein. Kann ich den vielleicht noch mit was kombinieren? Nee, aber damit werde ich irgendwas einschmieren müssen wahrscheinlich. Okay, Dienstplan. Ein Dienstplan von vor 3 Monaten. Ein Speiseplan. Heute soll es Kartoffelsuppe geben. Lecker. Ey, Kartoffelsuppe ist lecker. Sag sowas nicht. Soll nicht so abwerten. Man muss sie nur richtig machen. Jetzt will ich aber noch mal kurz gucken. Was passiert denn, wenn die Glühbirne hier drinnen ist und ich dann den Lichtschalter andrücke? Das hatte ich gerade nicht. Meine Vermutung ist, dass sie kaputt ist. Nö. Cool. Dann ist das wohl Teil irgendeines spannenden Rätsels. Nee? Okay, interesting. Kann ich nach Süden? Nein, ich kann nur nach oben raus. Aber das ist ja schon mal wenigstens ein Weg. Die Landschaft sieht immer gleich trostlos aus. Schwer zu sagen, wo wir uns derzeit befinden. Ja, bei Kamarausk oder so ähnlich. Oh, da haben wir ja schon die ersten Wissenschaftler. Vielleicht kann ich hier ein paar Informationen bekommen. Ich sollte nur nicht zu direkt nach meinem Vater fragen, damit niemand Verdacht schöpft. Okay, ich glaube, hier gibt es eine Menge Kram, den wir uns anschauen können. Also machen wir das. Keine Ahnung, was man mit dem Ding machen kann. Da stehen chemische Formeln drauf. Aber selbst wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte, würde ich die wohl nicht verstehen. Als jemand, der 2 Jahre was Naturwissenschaftliches studiert hat, kann ich das bestätigen. Okay. Auf Weißbrot. Die werde ich mir wohl mal nehmen können. Ja, aber nur einen. Du hast doch deine eigene Küche und es gibt doch heute Kartoffelsuppe, also stopf dich noch nicht voll. Okay, da hinten geht's auch durch. Wollen wir noch nicht Steckdose? Wir können was da rausziehen. Da fasse ich nicht rein. Ist schlecht für meine Frisur. Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, dann kommt da Strom raus. Immerhin das. Und da soll man doch am besten mit einem Bleistift reinstechen. Oder mit einem Schlüssel, nicht wahr? Okay. Nein. Gut. Das Solange Glas. Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Ist ein Argument. So, klar, wir können mit den beiden noch reden. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Wissenschaftlicher Assistent. Das war bei uns auf der Uni immer ein Schimpfwort. Was? Aber eigentlich sieht er ganz nett aus. Ja, die WAs sind die coolsten. Der Wissenschaftler sieht extrem mies gelaunt aus.
sehe ich jetzt nicht für mich. Ich gehe ja mit dem Kopf ganz nah am Bildschirm. Für mich sieht er eher aus, als würde er gleich einschlafen. Mies gelaunt nicht unbedingt. Was haben wir da unten noch? Nein, nicht. Nee. Ich meinte hinter ihm, aber egal. Ja, wir können hinten noch durch die Tür. Das lassen wir erstmal noch bleiben. Was liegt hier? Der Tisch des Assistenten. Ach so, ich dachte die Notiz. Okay, reden wir einfach erstmal mit ihm. Hello. Hallo. Was ab? Darf ich mal kurz stören? Psst, nicht so laut. Dr. Lesniak ist bei der Arbeit und hochkonzentriert. Da sollte man ihn lieber nicht stören. Außerdem ist er eh ziemlich mies drauf. Was ist denn passiert, dass der Doktor so schlechte Laune hat? Er steht ziemlich unter Stress. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Versuchsreihe und Professor Sidorkin erwartet schnellstmöglich Ergebnisse. Verstehe. Und dieser Professor Sidorkin wird böse, wenn diese nicht schnell genug vorliegen? Naja, es geht. Aber Dr. Lesniak ist unglaublich ehrgeizig und versucht natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn der Doktor im Stress ist und kein Marmeladenbrot bekommt, wird er echt ungemütlich. Marmeladenbrot? Ja, hört sich seltsam an, ich weiß. Aber er braucht das wohl, um Stress abzubauen. Andere hauen wie blöd auf einen Sandsack ein, er futtert Marmeladenbrote. Tja, wir haben alle unsere Mittel und Wege, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und wenn er Marmeladenbrot kriegt, wird er umgänglicher? Ja, das hilft. Leider ist ihm sein Glas auf dem Bahnsteig runtergefallen. Und hier im Zug gibt's keine Marmelade. Ich habe schon alles durchsucht. Ich hätte eine Idee. Ich gehe dann mal wieder. Wenn ich Marmelade finden sollte, sage ich Bescheid. Das wäre nett. In dem Zustand mit ihm zusammenzuarbeiten, ist wirklich kein Vergnügen. Okay, vielleicht blende ich euch plötzlich irgendwie mal die tollen 100.000 Notizen ein, die ich mir hier mache. Ich schreibe mir so ein paar Namen auf und ich mache mir hier so mein eigenes kleines Wiki sozusagen. Aber ich hätte eine Idee, was ist, wenn wir auf das Weißbrot Honig schmieren? Nicht? Ich hätte gedacht, Honig drauf und dann die Trockenfrüchte. Dann ist es so semi-marmeladig, wisst ihr? Süß, klebrig durch den Honig. Die Trockenfrüchte bringen das Fruchtige, was sonst die Marmelade gebracht hätte. Aber offenbar ist das nicht erwünscht. Oh, okay. Ich rede auch gleich mit dem Doktor. Ich wollte mir nur das nochmal kurz fertig angucken hier. Jetzt habe ich noch eine Glühbirne. 100 Watt, 25 Watt. Was ist, wenn ich die jetzt hier... Okay, die kann ich dann hier. Die Tür ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Verschlossen. Hallo? Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! Sehr freundlich von ihm. Okay, ich finde es schön, wie der Boden in jedem Abteil anders ist, by the way. Aber das nur so mal nebenher gesagt. Okay, was mich jetzt kurz interessiert. Angenommen, ich packe jetzt die viel, viel, viel mehr Wattbirne da rein. Wird er dann wach? Oder was passiert dann? Oder platzt die? Wenn ich die Lampe anschalte, könnte der nette Kollege da aufwachen. Ich sollte mich besser vor ihm in Acht nehmen. Ach, welcher Schwachkopf hat das Licht angemacht? Wenn ich den erwische, werde ich wohl nochmal 15 Jahre in den Knast wandern. Naja, er wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Zumindest hoffe ich das. Oh. Rein damit. Ich glaube, meine Idee war gar nicht so schlecht. Ich muss es nur behandeln. Das wird bestimmt lecker. Oder auch nicht. Jetzt noch ein bisschen Säure hier durch. Egal, was ich da jetzt noch reinschmeiße. Besser wird's wohl nicht mehr. Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Okay. Wer sagt's denn? An mir ist eben doch eine echte Meisterköchin verloren gegangen. So einfach kann's gehen. So, und er scheint jetzt auch wach zu sein, heißt wir... Oder ist er nicht wach? Moment. Wenn er schläft, sieht er richtig friedlich und harmlos aus. Aber er hat seinen Rucksack vorgeschoben. So, das Fläschchen Rizinusöl habe ich.
Seine Schmuddelhefte und die dreckige Unterwäsche werde ich ihm gnädigerweise dalassen. Die würde ich mir auch gern wieder mitnehmen. Genau. So, jetzt sprechen wir erstmal im normalen Zustand mit ihm. Hallo, wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Was? Ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ganz wie Sie meinen. Also, Moment. Nein, verdammt. Ich hätte da was für Sie. Vielleicht bessert das Ihre Laune ja etwas. Das ist für mich? Ja, klar. Sie mögen doch Marmeladenbrot, oder? Ist selbst gemacht. Nur für Sie. Ich... Vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Selbstgemacht, sagten Sie. Ja, wirklich sehr interessant. Aber lecker. Vielen Dank. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Mir geht schon viel besser. Na, da bin ich ja beruhigt, dass es Ihnen schmeckt. Und Ihre Laune jetzt hoffentlich auch wieder etwas besser ist. Ja, Sie haben was gut bei mir. Wenn ich mich mal revanchieren kann. Ich komme drauf zurück. Vielleicht früher, als Sie es sich vorstellen können. Jederzeit gerne. Also ich meine, die Fahrt ist noch eine Weile, aber trotzdem. Na? Hi. Laune und Konzentrationsfähigkeit wiederhergestellt? Ja, mir geht's schon viel besser. Ich weiß, diese Sucht nach Marmeladenbrot spricht nicht gerade für einen seriösen Wissenschaftler. Ist nun mal so eine Macke von mir. Ab und zu brauche ich das einfach. Ist ja okay. Wir haben schließlich alle unsere Schwächen. Auch wenn nicht alle dermaßen einander Waffel haben. Was genau machen Sie hier eigentlich? Wir untersuchen die regenerativen Fähigkeiten einiger Pflanzen. Klingt ja interessant. Wie funktioniert das? Die Untersuchung? Ja. Puh, also bis ich Ihnen das erklärt habe, sind wir beide alt und grau. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich halte Sie nicht für blöd, aber so mal eben in 5 Minuten kann man das nicht erklären. Schon okay. Wahrscheinlich haben Sie recht. Stört es Sie sehr, wenn ich Ihnen ein bisschen bei der Arbeit zusehe? Ich finde das alles sehr faszinierend. Verspreche auch nicht zu viele blöde Fragen zu stellen und Sie nicht zu stören. Na gut, aber nichts anfassen. Und wenn Sie Fragen haben sollten, Alexei wird Ihnen sicherlich gerne einiges erklären. Das ist nett, vielen Dank. Da muss ich mal ganz kurz aufschreiben, ich kenne auch einen Alexei, deswegen finde ich das irgendwie gerade sehr spannend. Sind Sie die einzigen Wissenschaftler im Zug? Nein, soweit ich weiß nicht. Sind wohl so einige an Bord, aber die Abteile sind voneinander getrennt und die Übergänge werden von Soldaten bewacht. Eigentlich schade. Wäre bestimmt interessant, die Forschungsergebnisse untereinander auszutauschen. Naja, wir werden ja hoffentlich später noch genug Zeit dafür haben. Sie haben also keine Ahnung, welche Kollegen sich noch im Zug befinden? Nein, eine genaue Auflistung der Wissenschaftler und wissenschaftlichen Mitarbeiter hat nur Professor Sidorke. An diese Liste muss ich unbedingt rankommen. Dann weiß ich hoffentlich auch, ob sich mein Vater wirklich an Bord befindet und wo genau ich ihn finden kann. Apropos Sidorkin. Wer ist denn dieser Sidorkin? Professor Sidorkin? Er ist mein direkter Vorgesetzter. Der wissenschaftliche Leiter für das Biologenteam. Sie kennen ihn nicht? Eine absolute Kapazität auf seinem Gebiet. Einen größeren Wissenschaftler im Bereich Molekularbiologie gibt es derzeit wohl kaum. Oh, das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ob ich mich mal mit dem unterhalten kann? Er ist gleich im Nebenabteil. Ich an Ihrer Stelle würde ihn jetzt aber besser nicht stören. Er steht ziemlich unter Stress und ist sehr gereizt. Und wenn ich sage sehr gereizt, dann meine ich deutlich gereizter als ich, wenn ich 2 Wochen ohne Marmeladenbrot auskommen muss. Na, dann kann ich mir das ja ungefähr vorstellen. Ich werde vorsichtig sein. Warum ist er denn so gereizt? Es gibt da ein paar Probleme, aber darüber darf ich nichts sagen. Ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Sie entschuldigen mich bitte. Okay, wenn ich gar kein Problem. Nicht im Weg zu stehen und nicht allzu viele blöde Fragen zu stellen, kann ich mich dann noch etwas umsehen? Klar, aber nichts anfassen. Also vielleicht Weißbrot? Vielleicht kann ich mir noch eine Scheibe Weißbrot nehmen? Naja, eine wird der Besitzer schon noch entbehren können. Ich habe mich gefragt, ob ich eventuell das Rezept doch noch ein bisschen verfeinern könnte. Das wird mit Sicherheit ein durchschlagender Erfolg werden. Mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Naja, ansonsten... Was soll's eigentlich? Oh, apropos, hier ist ja ein Wasserhahn. Kann ich vielleicht noch... Viel passt nicht in die Flasche. Gut. Aber besser als nichts. Mal schon mal hier sind. Erinnert mich gerade ein bisschen an Böse Nachbarn, beziehungsweise Neighbors from Hell. Die habe ich auch mal let's played. Könnt ihr euch sehr gerne angucken, die Let's Plays.
Und da war es auch so, erstmal, wenn ich gerade nicht genau wusste, was, erstmal alles mit einem kombinieren, erstmal irgendwie die ganzen Objekte fertig kriegen, dann kann man immer noch weiter schauen. Erinnert mich gerade alles irgendwie so ein bisschen daran. So lange wissen. Ja, nee, hi. Ich wollte mit dir nochmal sprechen. Puh, das war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Buch, was ich auch immer noch lesen wollte. Das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was, wenn Sie also Fragen haben. Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar, bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein, und eine so schöne schon gar nicht. Oh, danke schön. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Pflanzenproben hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt rauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlendosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das habe ich sogar verstanden. Ich habe ja auch absichtlich 2/3 der Erklärungen weggelassen. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tut mir leid. Freundlich. Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Bitte. Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So, so. Geheim ist sie also. Sehr schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend finde ich es schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Die haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nichts sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerproblem in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? News. Was ich noch fragen wollte... Moment, wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Soldaten ins Sperrgebiet gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Aha, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum hab ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid, ich würde ja gern was erzählen. Aber ich weiß selber nur sehr wenig und was ich weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja, schon okay. Ich werde dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar, bis später. Jetzt ist die Frage, wollen wir ihn einschläfern jetzt oder ist das jetzt nicht so gewollt? Oder irgendwie... Das ist naheliegend, oder? Brot für mich. Das ist ja schon fast zu viel des Guten. Vielen Dank. Mir geht's nicht so gut. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Alexei, mach bitte hier weiter und sag sie Dorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast. Ich werde das mal wohin gehen. Und zwar schnell. Ganz schnell. Passiert das, wenn man Weißbrotdiebstahl im großen Stil? Dafür fehlen mir die entsprechenden Abnehmer. Außerdem sind die Preise auf dem Schwarzmarkt derzeit im Keller. Okay, jetzt ist er weg, aber bringt mir das was, dass er weg ist? Außer, dass du jetzt vielleicht gesprächiger bist noch, Kann ich noch mal kurz stören? Momentan ist es schlecht. Ich muss das hier erst einmal fertig machen. Okay, aber er ist jetzt nicht hier drin, richtig? Nein. Er ist groß und ich... Okay.
Jetzt ist die Frage, du schläfst ja so halb, aber kann... Ich besser nicht wecken. Nein, okay, Weil alles klar. Ja, das haben wir schon gehabt. Aber hier gibt es auch keinen Weg mehr zur Seite, nach oben, unten, irgendwas, was ich noch nicht... Nee. Okay, und in dem Raum... Da fasse ich nicht. Nee, gibt es aber auch... Also klar, hier gibt es die Gegenstände, die ich gerne mitnehmen würde. Oh, sorry. Da habe ich gegen das Mikro gehauen. Aber er ist ja gerade noch beschäftigt. Kann ich ihm Wasser abgeben? Nein, offenbar nicht. Mein Passierschein an meinen neuen Nab. Das heißt, eigentlich kann ich gerade nur noch zu Sidork hin. Aber was würde mir das bringen? Der hat ja gerade nicht reagiert, ne? Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Solange Dr. Lenz, aber von mir aus. Es ist da... Nein! Okay. Nee, dann müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, wir sind ja zeittechnisch sowieso gerade in dem Part an einem guten Punkt angekommen, um erstmal Tschüss zu sagen. Und das machen wir auch. Beim nächsten Mal rede ich wieder ein bisschen lauter und enthusiastischer. Ich habe hier gerade Handwerker im Haus, da wollte ich nicht so viel laut reden. Okay, macht's gut, die.